Mahlzeit, herzlich willkommen beim Rugview Video Magazin und einem neuen Video, meinerseits einem neuen Review. Und heute sprechen wir endlich über Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Und diese Attraktion ist in der Walt Disney World und dort im Freizeitpark Epcot. Und die Walt Disney World befindet sich nicht in Orlando, wie viele meinen, auch wenn das jetzt nicht ganz falsch ist, sondern in Lake Buena Vista, das ist direkt neben Orlando. Und das befindet sich alles im Bundesstaat Florida in den USA. Und was meint ihr? Wie viele Achterbahnen hat ein Freizeitpark, der im Jahr so rund 12 Millionen Besucher hat? Um das mal ein bisschen zu vergleichen, einzuschätzen. Europa-Park hat so rund, schön gerechnet, 6 Millionen Gäste im Jahr und bietet dafür dann 13 bzw. demnächst 14 Achterbahnen. Oder vielleicht nochmal anders gefragt, was meint ihr, wie viele Achterbahnen stehen in einem Freizeitpark, den es seit 40 Jahren gibt? Na, richtig, eine. Und nur diese eine. 1982 wurde Epcot eröffnet und 2022 kam Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind dazu und als erste Achterbahn von Epcot. Und direkt vorneweg erzähle ich euch, glaube ich, kein Geheimnis. Wir werden hier sehr viel spoilern. Und immer wieder, es ist jetzt nicht so, dass vielleicht ein Part kommt, den ihr auslassen müsst und dann geht es einfach weiter, sondern es wird hier, glaube ich, immer wieder einiges an Spoilern geben. Also wenn ihr euch überraschen lassen wollt und dieses Ding fahren wollt und den großen Flash haben wollt, guckt euch dieses Video nicht weiter an. Wenn ihr kein Gelaber dazu haben wollt und nur sehen wollt, wie die Bahn fährt, hier findet ihr das On-Ride-Video dazu. Das könnt ihr euch sehr gerne angucken. Ist, glaube ich, somit eins der besten On-Rides davon, was die Bild- und Lichtausbeute angeht. Und dann auch schon mal vorweg vielleicht, man sieht in dem Video ein bisschen mehr, als was du so bei der Fahrt siehst, weil ich halt versucht habe, so viel wie möglich lichtmäßig da rauszuholen. Diese Attraktion hat wirklich viele Sachen, die man irgendwie als Überschrift nehmen könnte und wirklich viele Besonderheiten. Aber es ist auf jeden Fall, und das ist, glaube ich, so das, was man am meisten rausstellen sollte, könnte, die teuerste Achterbahn der Welt. Oh mein Gott. Die Zahlen sind nur geschätzt, aber ich habe auch mal was mehr gehört und das könnte, glaube ich, ganz gut hinkommen. Und wir sprechen hier von einer Summe für diese Attraktion. Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind im Freizeitpark Epcot von 500 Millionen Dollar. Eine halbe Milliarde Dollar hat diese Attraktion gekostet. Das könnt ihr euch schon mal merken und deswegen wisst ihr auch, warum es sowas nicht bei uns gibt. Aber kurz vorweg schon mal, weil das kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen. Keine Achterbahn dieser Welt fährt so gut wie dieses Ding. Da ist wirklich jeder Dollar gut investiertes Geld. Um das noch ein bisschen einzuordnen, was gibt es denn sonst noch für teure Achterbahnen? Weil das ist ja eine Range, das ist ja absurd. Und die zweitteuerste Achterbahn der Welt hat 300 Millionen Dollar gekostet im Jahr 2019 und befindet sich im Universal Resort in Orlando in Islands of Adventure und ist Hagrid's Magical Creature Motorbike Adventure. Außerdem gibt es dann vielleicht noch die drittteuerste Achterbahn der Welt mit 100 Millionen Dollar Investitionsvolumen. 2006 war da das Eröffnungsjahr, also auch lange, lange Zeit die teuerste Bahn der Welt gewesen. Ebenfalls in der Walt Disney World und dort im Animal Kingdom und das bis dann die Achterbahn Expedition Everest. Beides auch richtig geile Attraktionen. Expedition Everest auch von Vekoma und Hagrid's von Intamin. Und um das vielleicht sich noch mal ein bisschen besser vorstellen zu können, ihr könnt einmal Expedition Everest kaufen oder 10-mal Black Mamba ohne Thematisierung oder 5 Black Mambas mit Thematisierung. Man kriegt natürlich auch für so eine Summe einen Weltrekord dabei. Und zwar den Weltrekord, den das Phantasialand 34 Jahre lang innehatte, und zwar für den längsten Indoor-Coaster der Welt oder die längste Dunkelachterbahn der Welt. Im Phantasialand stand oder steht noch seit 1988 auch von Vekoma eine Achterbahn, die die meisten wahrscheinlich als Space Center kennen, die Jüngeren unter Temple of the Nighthawk und die ganz Jungen als Crazy Bats. Und 34 Jahre lang reichten 1175 Meter Streckenlänge für die längste Indoor-Achterbahn der Welt. Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind kommt mit 1700 Metern daher und schlägt das wirklich dann um einiges.
Ja, Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind wurde in Epcot am 27. Mai 2022 eröffnet. Kurz danach gab es auch schon ein On-Ride hier auf dem Kanal, das nicht so eine fette Bildqualität hat, was aber Lukas, Moritz und Moritz mitgebracht haben, die nämlich am Eröffnungswochenende dann da waren und euch da teilhaben lassen wollten und uns das Video hier gedroppt haben. Dafür wurde eine andere Attraktion aber geschlossen, und zwar am 13. August 2017, was übrigens kurz vor unserem Erstbesuch in Orlando war, hat man Universum der Energie oder den Universum der Energie Pavillon geschlossen. Man hat aber das Gebäude, wo diese Attraktion drin war, nochmal recycelt, man nutzt das Ganze wieder. Für die Achterbahn selbst aber hat man ein komplettes neues Showbuilding gebaut. Und der Bau dafür hat übrigens im selben Monat mit der Schließung der alten Attraktion etwas später Monat angefangen. Die ersten Schienen wurden aber erst im November 2018, also weit ein Jahr nach Baubeginn, installiert. Und da war schon von vornherein die geplante Eröffnung auch erst für 2021. Das ist so krass bei diesen Achterbahnen oder diesen Attraktionen bei Disney. Dann kam aber Corona-Mona, ihr wisst Bescheid, also einige auch nicht, habe ich in letzter Zeit schon feststellen dürfen. Und das Ganze wurde verschoben. Man hat das auf die Feierlichkeiten für 50 Jahre Walt Disney World bzw. 40 Jahre Epcot geschoben und das mit in diese Feierlichkeiten reingepackt. Und ich höre den einen oder anderen schon denken, nachrecherchieren, aufschreien und sagen, Moment, das kann doch alles gar nicht sein. Wie kann das denn zu den Feierlichkeiten gehören? Zu 40 und 50 Jahre, wenn die Walt Disney World mit Magic Kingdom 1971 aufgemacht hat und Epcot 1982. Und bei Disney sind diese Feierlichkeiten nicht, ja, wir haben jetzt hier das Jahr und jetzt ist diese Party und jetzt ist das passiert, sondern zum Beispiel 50 Jahre Walt Disney World feiert man 2,5 Jahre ungefähr. Seit 2021 feiern die das und jetzt demnächst läuft diese Feierlichkeit erst aus. Das hatten wir vor kurzem in den Disney Park Updates. Findet ihr hier die Playlist zu. Disney Park Updates, glaube ich, eine ganz interessante Sache, weil wir haben da wirklich von allen Disney Parks einmal im Monat immer die aktuellsten, ja, Baustellen, Änderungen, Neuheiten, Besonderheiten. Guckt da gerne mal rein und ja, appreciated das ein bisschen. Und da war jetzt halt auch dann die Ankündigung, ey yo, jetzt hören wir mal auf mit diesem, wir feiern 50 Jahre nach 2,5 Jahren. Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind beschließt oder begründet dann auch den ersten Otherworld Pavillon in Epcot. Es gibt verschiedene Pavillons in Epcot, die verschiedene Länder widerspiegeln. Und wenn euch das interessiert, wie man zum Beispiel als Amerikaner oder als Disney oder wie auch immer Deutschland sieht, hier, checkt mal den Vlog aus. Also es gibt mehrere Vlogs, wir waren ja schon dreimal jetzt da, aber da könnt ihr euch, das ist der letzte, da könnt ihr euch auch gerne mal angucken, wie Deutschland da aussieht. Und wenn wir jetzt zu dieser Attraktion kommen, dann geht es quasi in den Wonders of Xandars Pavillon und es hat irgendwas mit Nova Corps zu tun, ich habe keine Ahnung. Muss ich direkt vorneweg sagen, ich habe Guardians of the Galaxy den ersten Teil einmal 2018 gesehen, auf dem Flug nach Kalifornien, als Vorbereitung für die Guardians-Attraktion in Kalifornien, die, ja, da ist ja der Umbau vom Tower of Terror oder Hollywood Tower Hotel zu Guardians of the Galaxy Mission Breakout, und damit ich da irgendwie ein bisschen was checke, habe ich da den Film gesehen. Fand ich auch cool, aber ich habe keine Zeit, Filme zu gucken, deswegen weiß ich da nicht mehr von. Ja, solltet ihr eine dieser Boarding Groups ergattert haben, die man dafür aktuell noch braucht, denn es gibt nur Virtual Queue, das heißt, die Virtual Queue geöffnet und dann könnt ihr euch da einloggen und sagen, yo, ich möchte diese Bahn heute fahren, und wenn ihr dann einen Platz bekommt, eine Boarding Group, die euch angezeigt wird, dann könnt ihr auch diese Bahn überhaupt fahren, sonst nicht. Mit dem Problem, dass sie nach wenigen Sekunden weg sind. Wir haben uns einen Wecker gestellt, sind aufgestanden, hatten alle drei unterschiedliche Devices mit Mobildaten, Hotel, Wi-Fi und hast du nicht gesehen. Und haben dann wild drauf rumgedrückt. Hier gibt es auch den Vlog dazu. Und dann könnt ihr diese Bahn fahren, vorausgesetzt, wenn ihr mindestens 107 cm groß seid. Das mit den Boarding Groups, da reden wir gleich auch nochmal drüber. Aber schon mal jetzt, was echt doof ist, wenn dann der Zug nur halb voll fährt. Und es so rar gesät ist mit diesen Boarding Groups, ich weiß nicht. Aber wenn ihr das alles geschafft habt, dann geht es rein. Also erstmal
draußen ist, glaube ich, ist ein riesiger Galactic Star Cruiser, an dem vorbei eine sehr unscheinbare Halle mit einem sehr minimalistischen Eingang, sehr unscheinbar alles und clean gehalten. Und dann geht's rein in die Queue und wir kommen quasi in einen ersten großen Raum. Und das ist quasi ein Galaxarium. Also wie ein Planetarium, nur mit Galaxien statt Planeten. Und dort drin hört ihr auch die Stimme von einem Supercomputer, und zwar WorldMind. Und die erklärt uns, dass Terraner die Bewohner der Erde sind. Also quasi ja auch wir. So werden wir aber von den Sandarianern genannt. Alter, jeder, der den Film gesehen hat und diesen Namen weiß, wie der richtig ausgesprochen wird, denkt sich jetzt, was ist das? Diabo, Idiot. Zu Recht. Mehr Details erspare ich euch dann auch einfach mal. In der Queue geht es dann weiter an diversen Modellen vorbei. Quasi haben die Xadarianer auch eine Version von Epcot. Also eine Welt der Zukunft. Das gibt es da als Modell. Ansonsten gibt es auch verschiedene andere Modelle zu sehen, Screens, auf denen uns Sachen gezeigt werden, Kostüme, die ausgestellt sind, alles sehr wertig, sieht alles echt richtig gut aus, meiner Meinung nach. Und ist wirklich, 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 wirklich sehr schön gemacht. Sind wir auch extra die ganz große Runde gelaufen, weil es gab eigentlich einen Shortcut, dass wir das einfach geradeaus weitergehen können. Und da haben wir gesagt, ja, dann lass ein paar Leute vorgehen, scheißegal. Wir gehen jetzt hier eine Runde und gucken uns das alles auch einmal an, weil wir haben jetzt nur ein einziges Mal die Möglichkeit, hier reinzukommen, das zu sehen und das zu fahren. Nur das eine Mal geht das jetzt. Das ist halt ein bisschen doof mit dieser Virtual Queue. Natürlich gibt es auch Pre-Shows und nach diesem Queue-Line-Ding mit den ganzen Ausstellungsstücken kommen wir erstmal in einen großen Raum, wo wir alle ein bisschen gesammelt werden. Der hat mehrere kleine Türen. Diese öffnen sich irgendwann, da geht es dann weiter in einen anderen großen Raum und dort laufen wir quasi auf eine Wand zu. Und diese Wand sieht erstmal normal aus, oben normal aus, wie alle anderen Wände drumherum, aber auf dieser Seite ist Mapping, eine Leinwand und da geht es dann mit der Pre-Show los. Und dort werden wir erstmal begrüßt von einer Dame, die etwas älter sein könnte und das ist die Nova Prime Irani Rail. Ich habe keine Ahnung und die erklärt uns verschiedenste Dinge, zum Beispiel, dass Sandana und Terra entstanden sind beim gleichen Urknall, aber voneinander 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt sind und die Sangiana aber so einen Generator haben, um Wurmlöcher zu erzeugen, für Shortcuts, um das Ganze abzukürzen. Das ist auch voll toll, weil man will ja dann die Welten miteinander verbinden, das macht alles viel besser und harmonischer, Völkerverständigung, alles ist so heiti-teiti, ganz klasse. Und die sind halt auch so cool, die wollen uns dann halt auch das mal testen lassen mit diesen Zeitsprüngen durch Wurmlöcher. Voll nett und so. Die ganze Pre-Show verlinke ich euch gerne hier und auch in der Videobeschreibung, könnt ihr euch das auch gerne komplett angucken. Und es kommt ein weiterer Charakter dann, und zwar Centurion Tall Merrick heißt er. Und der sorgt erstmal für ein bisschen Humor, was ich auch immer so verstanden habe, eine wichtige Sache bei Guardians ist. Und eigentlich außer den Witz am Anfang, den er bringt, okay, das fand ich auch schon lustig, gibt es nur die Ansage, dass jetzt hier Handys weggepackt werden und kein Recording mehr. Und dann geht's in den nächsten Raum. Es öffnet sich ein großes Tor und wir kommen in den nächsten Raum und uns wurde vorher auch schon noch mitgeteilt, dass wir das Ganze jetzt mal testen dürfen, habe ich ja gerade gesagt. Und da müssen wir dann in diesen anderen Raum, um auf das Schiff von der Nora da hochgebeamt zu werden. Und da hängt dann auch so ein dickes, großes Ding an der Decke und das ist halt der Beam-Apparillo, der dann am Rödeln ist und am Blitzt ist und dann wird es kurz dunkel und dann wird es wieder hell und dann sind wir in einem anderen Raum. Wow! Und für die meisten Gäste war es auch wirklich wow und krass und so. Und ich dachte mir so, ja, cool, die haben die Wände weggefahren. Also, ja, wirklich, das ist wirklich cool, das ist ein geiler Effekt. Und überall anders würde ich das jetzt auch voll feiern, aber es ist ja Disney, das ist alles so wup, wup, und die Leute sind so ausgerastet. Natürlich, mega geiler Effekt. Nicht falsch verstehen und richtig gut gemacht. Und ja, ist wirklich richtig, echt gut, echt cool. Und dann sind wir in einem anderen Raum. Und links wird uns dann der Cosmic Generator gezeigt und dieser Cosmic Generator ist halt dieser Generator, der Wurmlöcher erzeugen kann. Und upsi, schwupsi, ist er weg, wurde er gestohlen. Geht ein bisschen schnell, auf einmal ist das Ding weg und alle haben Panik, alle laufen kreischend im Kreis quasi. Nein.
Aber das Erste, was man dann macht, ist, jo, wir rufen die Guardians of the Galaxy an, die müssen uns helfen, die können das lösen. Und natürlich, wir haben es ja auch die letzten Jahre gelernt, in Videocall, damit wir dann auch komplett die Guardians alle sehen. Von einem sogenannten Celestials, ich habe keine Ahnung, was das ist, wurde das Ding geklaut. Es geht hier um Ezon und Ezon hat diesen Cosmic Generator geklaut und der findet halt, Terrener sind doof, also Erdenbewohner sind doof und deswegen möchte er die komplett in der Zeit zurückschicken bis zum Urknall, um die dann komplett zu vernichten und deren Position einzunehmen. Ist nicht so nett. Also wirklich bis zum Anfang der Zeit zurückschicken bis zum Urknall oder irgendwie so. Und ja, dann möchte ich natürlich mit dem Quatsch auch noch abhauen, weil wir wollen das ja wieder haben und unser Nova-Schiff kann nicht hinterher, weil wir keine Energie mehr haben, die mit dem Entfernen des Cosmic Generators auch weg ist. Also müssen uns ja die Guardians helfen und dann ist erstmal auch der Plan, weil, oh mein Gott, wir haben ja noch hier Terrorizations, mein Gott, an Bord, die bringen wir weg mit unseren kleinen Evakuierungsschiffen. Und Rocket hat die geile Idee. Ja, nee, ich kann die Dinger auch steuern. Und dann zusammen mit den Erdbewohnern, sage ich jetzt einfach mal, verfolgen wir Ezon und dann holen wir uns das Ding wieder. Tolle Idee. Die wollen wir gerade evakuieren? Nein, mit denen retten wir das Ganze jetzt. Und das ist dann quasi auch dann das Ende dieser Pre-Show und es geht zu der Ladestation. Also erstmal laufen wir ein bisschen noch so durch die Halle und dann kommen wir zum Bahnhof, zur Station der Bahn selber, wo ja unsere Evakuierungsschiffe sind. Doppelladestation sieht auch richtig gut aus. Der Achterbahnzug sieht wahnsinnig gut aus, wirklich richtig geil. Was ich nicht so geil finde, ist eigentlich so der Gesamtlook der Crew. Also an sich sieht das gut aus, aber irgendwie habe ich in letzter Zeit das Gefühl, dass das eine generische Disney-Warteschlangen-Pre-Show-Situation ist. Du kannst quasi Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind nehmen oder Rise of the Resistance oder Flight Force und es ist alles irgendwie am Ende das Gleiche, sieht alles irgendwie gleich aus, wo es nur ein bisschen anders beleuchtet, anders dekoriert und anders bespielt ist, als ob das wirklich so ein Disney-Baukasten aktuell wäre für neue Attraktionen. Nun ja, aber die Achterbahn. Und Hersteller, ihr habt das ja eben schon, glaube ich, gehört oder erahnt, Hersteller ist die Firma Vekoma aus den Niederlanden. Und das Ganze ist ein Family Custom Coaster. Das Ding ist einmalig, das gibt es sonst nicht nochmal, leider Gottes. Und es ist ein Multi-Launch-Spinning-Coaster. Mega. Und ich meine auch, dass die Drehung komplett gesteuert ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Drehung komplett gesteuert ist. 1700 Meter ist das Ganze lang und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 97 km/h und hat eine theoretische Kapazität von 2000 Personen pro Stunde. Das Layout wurde gemacht von Benjamin Blomedahl. Den hatten wir auch schon mal in einem Interview zu einer anderen Bahn. Findet ihr hier, Phoenix aus dem Verhub Sommerland. Und wir waren auch schon bei Vekoma im Werk und haben euch das Werk mal gezeigt. Wie arbeitet Vekoma? Was macht Vekoma? Wenn euch das interessiert, findet ihr auch die Reportage zu Vekoma hier auf dem Kanal. Wie das da läuft und wie lange die schon am Markt sind und was die alles schon gemacht haben. Und wie gesagt, es gibt keine Achterbahn auf der Welt, die so gut fährt wie dieses Ding. So smooth, so sanft, so krank einfach. Und ich glaube, alleine diese Bahn sollte vielleicht allen mal klar machen, die immer labern, wir kommen aber doch scheiße und tut alles weh, dass das dummes Geschwätz ist. Und ey, das ist richtig krass. Wie gesagt, sehen die Züge ziemlich cool aus. Es gibt 8 Züge, die haben 5 Wagen für jeweils 4 Personen, wo 2 Personen nebeneinander sitzen, 2 Personen hintereinander. Gepäck wird mitgenommen, es gibt kleine Taschen in dem Wagen, wo doch Kleinkram reinkommt und dann Lapbars, also Schoßbügel, die euch sicher im Zug im Sitz halten. Die Fahrt, und das ist ein bisschen schwierig zu erklären, auf jeden Fall haben wir ja Platz genommen. Fahren aus der Station raus und es gibt dann erstmal so einen Show-Part, Dark-Ride-Part, wo auch mehrere Screens sind und auch die ganze Zeit mit Vocals gearbeitet wird und uns noch ein bisschen was über die Story oder ein bisschen die Story wird noch weitergeführt. Und wir fahren ja zum Startpunkt der Evakuierungsplattform. Ne? Rocket macht ein paar unangemessene Kommentare oder irgendwie so. Und ja, diese Sektion ist also erstmal ein Dark-Ride-Part und dann kommt ein Reibrad-Lift. Bei unserem Besuch jetzt im November 22 sind wir direkt durchgefahren in den nächsten Part rein. Die Jungs waren ja im Mai schon da und das Ganze dient auch als Pufferzone. Und das ist jetzt nicht so, dass du einfach nur auf diesen Lift fährst und dann stehen bleibst, sondern dann gibt es einen Screen, der angeht und bespielt wird mit Content, der dann sagt, ey, yo, wir müssen hier noch was gucken, wir müssen noch was checken, bevor es weitergehen kann. Und dann gibt es einen Übergang
weil das ja ein Loop ist, der wahrscheinlich, keine Ahnung, was für eine Länge hat. Und dann gibt es einen Übergang, wo dann gesagt wird, so, okay, jetzt passt und wir können weiterfahren. Und dann geht es halt den Lift hoch und oben geht es dann durch einen Tunnel, wo schon Projektion, Mapping ist, was schon richtig krass aussieht und richtig weird. Und wir kommen in einen größeren Raum mit einer 180 Grad Leinwand und wir fahren eine 180 Grad Kurve. Und während der Zug diese Kurve fährt, werden die Wagen gedreht, dass du immer halt so zu Action gedreht bist, was gerade auf diesen Leinwänden passiert. Was dann dazu folgt bei diesem Fahren und Drehen, dass der Wagen, der letzte ist, beim Stehenbleiben, weil wir uns den Content noch angucken, der ist, der nach vorne guckt. Und wie überraschend ist Eson auch vor Ort und hat in der Hand den Cosmic Generator. Und dann hören wir auch schon die ganze Musik und natürlich kommen die Guardians und schießen dem das Ding außer Hand. Was eine dumme Idee ist, denn das erzeugt ein großes schwarzes Loch, wo alles reingesaugt wird und alles in der Zeit zurückfliegt bis zum Urknall und es wird dunkel und wir sitzen da im Dunkeln. Explosion! Und natürlich geht's dann los. Wir werden abgeschossen, LSM-Launch und wir werden rückwärts gelauncht. Und Lichteffekte, Abschuss, Lichttunnel-Effekte und Musik. Ganz wichtiges Thema und wir hatten meiner Meinung nach den besten Song. Über Musik sprechen wir gleich noch, weil das doch mal ein relativ großes Thema für diesen Ride ist. Und nach diesem Lichttunnel, den wir durchfahren, geht es so ein Stück bergauf und wir werden gedreht und wir werden dann beim Einfahren reingedreht in diese Attraktion und du siehst das erste Mal das gesamte Ausmaß der Galaxie. Puff, der platzt der Kopf. So gut gemacht. Du bist wirklich in einem Sternenmeer und Planeten und Effekte und so wie das aussieht, haben viele Menschen das Space Center aus dem Phantasia noch in der Erinnerung und so sah es nie aus, auch wenn man sich das in Erinnerung so vorstellt, dass es so ausgesehen hat. Wirklich unfassbare, gute, krasse, immersive Space Galaxy, in der man dann unterwegs ist, in dieser riesigen Halle. Und dann startet halt auch die Fahrt richtig durch, ne? Du gibst halt wirklich Gas und es ist halt schwer, die Fahrt zu beschreiben. Auch wenn man das alles sehen würde, wäre es nicht so einfach. Du hast halt viele Kurven, Helixi, Umschwünge, S-Kurven. Es gibt ein Bild hier, das könnt ihr euch mal angucken, wo man das Ganze im Hellen sieht und sich, glaube ich, ganz gut dadurch vorstellen kann, wie denn so das Gesamtpaket der Strecke ist, des Layouts ist. Und auch hier, ne? Das fährt sich so gut, so unfassbar gut. Ich saß da, ich so, was passiert hier? Was ist hier los? Warum fährt das? Warum fühlt sich das so krass an? Du bist so schnell, aber so smooth. Und ich verstehe nicht, was Vekoma da gemacht hat. Es fährt sich so krass. Und die ganzen neuen Bahnen fahren sich ja wirklich super gut und super krass einfach. Aber Guardians, es ist noch verrückter. Ich weiß nicht, was die da gezaubert haben. Was man dann noch vielleicht ein bisschen, weil die Story auch die ganze Zeit weiter erzählt wird und es geht die ganze Zeit weiter und es ist aber die ganze Zeit voll die Stimmung und Party und Effekte und Screens und Leinwände, an denen man vorbeifährt und man hat dann irgendwann, ist dann Eson besiegt, aber bevor wir zur Erde zurückgeschickt werden, wir haben nämlich da die Koordinaten für Epcot in unser Evakuierungsschiff eingeloggt, fahren wir noch vorbei an der Milchstraße, wir fahren vorbei am Mond und zum Beispiel ist der Mond sehr krass leuchtend in der Mitte von der Helix und die Wagen werden halt zur Mitte hingedreht und du fährst dann die Helix um den Mond drumherum, was echt super cool gemacht ist. Und hin und wieder schlupfen wir auch im Ride durch Wurmlöcher, um halt in der Zeit zu springen und woanders auszukommen. Richtig, richtig geil. Dabei gibt es dann Onboard-Soundtrack. Also es ist jetzt nicht so, dass die Halle komplett mit Musik bespielt wird, sondern du hast einen Onboard-Sound. Und ein On-Ride-Foto wird auch gemacht. Und dann kommt der Break-Run. Da fahren wir ein Stück und dann kommen wir nochmal in eine Dark-Ride-Section, würde ich das jetzt fast nennen. Wo, glaube ich mal, Animatronics hin sollten und jetzt nur ein Hologramm ist. Weiß ich nicht, Animatronic wäre da halt schon besser gewesen. Hey, du hast 500 Millionen ausgegeben, das ist ja jetzt auch scheißegal. Aber das haben alle von diesen unfassbar teuren, unfassbar großen Projekten, dass halt irgendwo der Cut ist und mehr wird dafür nicht bezahlt. Es gibt nicht nur den erwähnten Doppel-Einstieg, es gibt auch den Doppel-Ausstieg, auch hier der Ausstiegsbereich, also das ist übrigens getrennt voneinander, getrennter Ein- und Ausstieg, sieht schon
sehr gut aus und das ist für, ey, du kommst da an, du steigst da aus und du bist nur so und raus hier. Ich habe auch gehört, dass der eine oder andere so ein bisschen Motion Sickness auf dem Ding kriegt. Kann sein, kann ich mir vorstellen, hatte ich aber nicht. Fand die Fahrt echt super angenehm, obwohl echt intensiv und schnell und geil und Wahnsinn. Wirklich verrückt. Und wie gesagt, Musik müssen wir auch drüber sprechen und die Musik ist bei den Guardians-Filmen, soweit ich das ja weiß, auch eine wichtige Sache und das ist auch hier eine sehr wichtige Sache und es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie einen special krassen Onboard-Soundtrack 100% auf die Fahrt zugeschnitten gibt, sondern es gibt 6 verschiedene zufällig laufende Soundtracks und die hatten die Disney Imagineers sich aus 100 möglichen rausgesucht und diese 6 laufen dann random zufälligerweise immer ein anderer. Und dadurch, weil das halt so ja, poppige, klassische Songs sind, macht das mega Bock, ist das die absolute Spaßmaschine. Es geht los, du wirst gelauncht und dann kommt diese geile Mucke rein und du sitzt da drin und denkst, ja, das geht einfach dadurch noch mehr nach vorne. Und das ist halt auch das, was beim Tower mit den Guardians auch ist. So, das geht einfach nach vorne, das macht einfach Bock, das macht einfach Spaß, das holt so viel nochmal raus, das ist wirklich unglaublich. Und du sitzt da, ich war so geflasht von diesem Fahrverhalten, von der ganzen Optik und dann von dieser Stimmung, Atmosphäre und alles ist so, das ist so ein Overload, diese Bahn. Und wir hatten auch, muss man natürlich dazu sagen, den besten Track, den man haben kann. Und zwar Conga von Miami Sound Machine. Mega geil. Macht richtig Bock und ich werde euch jetzt nicht alle Songs hier aufzählen. Vielleicht habe ich die irgendwo eingeblendet. Wenn nicht, findet ihr diese Songs aber auch auf Spotify bei der Ride Review Theme Park Music Playlist. Die verlinke ich euch am besten auch nochmal. Und dort findet ihr dann die Songs auch aus Cosmic Rewind und natürlich ganz viele andere Freizeitpark-Songs, Musiken. Außerdem hat Tyler Bates, Komponist von Guardians of the Galaxy 1 und 2, 2 Stunden Warteschlangen-Sound komponiert. Außerdem gibt es ein E-Gitarren-Cover von Universum der Energie von Joe Hirshhorn und Al Kescher. Und das ist ja die alte Attraktion, die an dieser Stelle war. Und dieses E-Gitarren-Cover läuft auch am Anfang, bevor ihr gelauncht werdet. Da, diesen Song, den ihr da hört, das ist das. Außerdem gab es auch ein Christmas Overlay, also ein Feiertags-Mixtape, was es gab. Und zu Weihnachten gab es dann weihnachtliche Songs wie Run Run Rocket. Und das Ganze hat man dann da drauf gepackt. Vom 25. November bis zum 30. Dezember 2022 gab es dieses Christmas Overlay. Also auch geil, dass man auch bei so einer Attraktion dann je nach Zeit auch nochmal variiert und da was Passendes zu macht. Und damit wird es, glaube ich, auch Zeit für ein Fazit. Und ja, erstmal das Negative. Die Bahn ist so weit weg. Ja, ist sie, aber das ist jetzt kein Negativpunkt in meinem Fazit. Was wirklich doof ist, ist die Virtual Queue und diese Boarding Groups, die halt nach wenigen Sekunden ausgebucht sind und weg sind. Ja, du musst dafür dann nicht 12 Stunden anstehen für diese Attraktion und es wäre voll überlaufen, es wäre voll kacke. Aber wenn das dann auch so läuft wie bei uns, dass du halt halb volle oder halb leere Züge hast und dann 50% der Leute keine Chance haben, das zu fahren, finde ich schon doof. Dann kann es sein, dass du das Ding einfach gar nicht fährst. Wenn du nicht schnell genug bist oder das nicht weißt, fährst du die Bahn nicht, wenn du da bist. Das ist scheißegal. Weiß ich nicht, ob das so zielführend ist. Hätte uns auch passieren können, dass wir die Bahn nicht fahren. Und das war auch eine Sache, wo man die ganze Zeit ein bisschen angespannt war. Ey, können wir die Bahn fahren oder nicht? Schaffen wir das, schnell genug zu drücken oder nicht? Und wenn nicht, dann geh weg. Und vielleicht auch nochmal jetzt als Beispiel, ja, das ändert sich irgendwann, aber wenn du so ein Nerd-Fan bist, der sagt, ich möchte alle Soundtracks mal gefahren sein, was ja schon so eine Riesenaufgabe ist. Aber stellen wir uns nur mal vor, du würdest bei jedem Versuch einen anderen bekommen. Also du hättest jetzt keine Doppelten dabei, was ja durchaus passieren kann. Und du hättest bei jedem Versuch einen anderen Soundtrack. Brauchst du 6 Tage, weil du nur einmal am Tag dieses Ding reservieren kannst. Vorausgesetzt, du schaffst es jedes Mal, in eine Boarding Group zu kommen. Was auch gar nicht geht, was ist das für eine Kabelscheiße beim Lounge?
Was soll das? Warum kann man die Kabel nicht anständig verlegen? Ja, es ist dunkel, man sieht das nur kurz, wenn es aufblitzt, aber ich habe es jetzt nicht nur im Video selber gesehen, ich habe es auch gesehen, als ich da drin saß und gefahren bin. Was ist das für eine Schlamperei? Das macht man doch nicht. Also, dass die Spots so da stehen, ist ja schon das eine, aber dass man die Kabel nicht anständig verlegt. Hey, hallo? Sieht ja noch schlimmer aus als hier bei mir. Aber der Rest, pff, Alter, Wahnsinn, mega krass, unglaubliche Kiste, unglaubliches Erlebnis. Habe ich ja gerade alles schon ausführlich gesagt. Die Optik, die Effekte, das ganze Theming, richtig geil. Die Fahrt, unbeschreiblich. Und allgemein ist das Auto, du kannst das alles gar nicht in Worte fassen, wie gut und krass das ist und was das einfach mit dir macht. Wirklich, es ist eine Bahn, die Emotionen nochmal vermittelt. So, das hat man nicht mehr so oft irgendwie, dass irgendwas eine Emotion irgendwie vermittelt. Aber das macht so viel einfach. Das ist so krass. Es ist wirklich verrückt. Ne, vielleicht, weil es auch so gar ist, man weiß es nicht, was da alles mit einspielt, aber für uns war es unglaublich. Und ja, ist auch scheiße teuer, das Ding, und da wird halt echt ein guter Batzen in die Bahn selber reingeflossen sein. Das ist eine riesige, krasse, aufwendige Achterbahn. Da wird auch einiges in Effekte reingeflossen sein, in die ganze Thematisierung wird einiges reingeflossen sein. Dann bezahlt man sich selber natürlich auch Lizenzgebühren in horrenden Mengen und man hat ja nochmal die ganzen Schauspieler reaktiviert, die ja auch nochmal dann für diesen Ride selber Content erstellt haben. Da hat man jetzt nicht aus den Filmen was rausgeschnitten und da zusammengebastelt, sondern es wurde dann nochmal neu dafür gedreht. Liste der Schauspieler packe ich euch, glaube ich, in die Videobeschreibung und da könnt ihr gerne reingucken, wer denn was gemacht hat. Und ansonsten wahnsinnig krass und unvorstellbar, was Vekoma da gemacht hat. Also das ist wirklich heftig. Und für mich ist Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind die zweitbeste Achterbahn der Welt. Es ist vom Fahrverhalten her die beste Achterbahn der Welt. Vom Gesamtding für mich ist es eine andere. Über die sprechen wir denn jetzt auch noch hier auf dem Kanal. Deswegen solltet ihr ein Abo hier lassen, um das nicht zu verpassen. Aber trotzdem, jeden Tag 18 Uhr ein neues Video. Das ist immer so, das werdet ihr auch dann sehen. Und eure Meinung zu Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr von dieser Bahn haltet, ob ihr das schon gefahren seid oder nicht. Und ob ihr 500 Millionen Dollar dafür gerechtfertigt findet. Nein, das ist nichts gerechtfertigt, sowas, aber ja, diese Massen, die in Orlando an Menschen sind und diese Massen an Geld, die Leute da lassen, ermöglichen solche Attraktionen und das passiert hier in Europa nicht. Das funktioniert hier einfach nicht. Und hier hat nicht jeder 20 Kreditkarten, um die nächste Kreditkarte zu decken. Und das hatten wir letztens noch in einem Shorts hier auf dem Kanal, wie viele Leute sich bei einem Disney World Besuch verschulden. Wenn euch das interessiert, seht ihr das auch alles hier. Also es gibt hier ganz viel Zeug, weit über 3000 Videos. Aber das war es jetzt erstmal von mir und meinem Review zu Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind in der Walt Disney World im Park Epcot in Florida. Ich bin raus, ihr seid die coolsten, euer Profits Right Review Video Magazin. Peace. Und diese Attraktion ist in der